Herzlich willkommen zurück zu Never Nights 2, wo wir beim letzten Mal aufgebrochen sind, um Aaron Jarrow zu suchen. Der Gegenstand von Chandras ehemaliger Farm besorgen wird. Ich bin nicht sicher, warum er ausgerechnet in Chandras Farm Gegenstände versteckt hat, aber nicht wusste, dass Chandra existiert. Vielleicht war es irgendwie eine Familienfarm und wusste aber nicht, dass noch irgendjemand da lebt. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir das gemacht. Außerdem hat Nashor ordentlich auf die Fresse bekommen im Krieg und er ist jetzt irgendwie hier verletzt. Deswegen gehen wir mal in unser Burg Innerost und schauen mal, ob da irgendwie jetzt jemand einen Plan hat, was wir tun sollten. Anna, irgendwelche Vorschläge? Wenn doch jetzt nicht ganz auf Krieg vor, wir können nichts tun, weil sobald weiter diesen Weg gehen, kann ich euch dienen. Wem sollen wir jetzt als nächstes reden? Allen ist damit beschäftigt. Ja, Schandstätte aufhalten, Axel, Allianzen. So, dann gibt es einen Nascher jetzt hier. Frage ist, wo? Hier vielleicht draußen mit Dings reden sollen, mit Neval. Probieren das mal. Eldenon wird immer nur dann fertig, wenn das der Plot braucht. Ja, ich glaube, aktuell brauchen wir das noch nicht. Aktuell müssen wir diese Burg irgendwie verteidigen. Wir haben uns gerade mit einer Verstärkung geschickt, aber in den Festen Jahren des Erdrufs alles verloren. Sollte rund durch die Feste machen. Hauptmann, euch zu sehen, wird jemand Moral der Männer heben und ihr solltet euch vergewissern, dass die Festung sicher ist und jeder seine Arbeit kennt. Ja, ich denke aber, wir sind bereit, der Schattenarmee zu trotzen. Dann lassen Sie sich vor einen Angreifen, bevor es umzingelt. Mein Herr, ihr solltet ruhen und eure Kräfte sammeln. Ich muss stark bleiben. Jedes Anzeichen von Schwäche gegenüber unseren Truppen gibt dem Fürst der Schatten einen Vorteil. Er marschiert auf die Kreuzwegfeste zu. Bald haben seine Truppen unsere Tore erreicht. Aber ihr, Ordenshauptmann, und eure Bemühungen hier. Ihr habt Niewinter über eure Pflicht hinaus gedient, habt euer Leben mehrfach ohne Zögern riskiert. Wenn ich einen Lichtstrahl sehe, der uns gegen die nahenden Schatten leuchtet, seid ihr das und diese Festung, die ich euch überließ. Aber nun zu unseren drängenden Problemen. Was ist mit Tiefwasser, mit dem Grafenbündnis? Haben Sie unseren Ruf gehört? Truppen aus Tiefwasser und unsere anderen Verbündeten sind unterwegs. Aber werden sie rechtzeitig hier sein? Ich bin mir sicher, dass diese Welle halten werden, bis Hilfe eintrifft. Ich wünschte, ich könnte eure Zuversicht teilen, Ordenshauptmann. Aber die Macht dieses Fürsten der Schatten macht auch vor diesen Wellen nicht Halt. Ihr müsst diese Feste gegen die Schatten halten. Ihr habt sie mit euren eigenen Händen errichtet. Nun müsst ihr sie zusammenhalten und eure Männer in die Schlacht führen. Ja, ich werde euch nicht enttäuschen, ja. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Bitte begleitet uns in den Befehlsraum, Hauptmann. In den Befehlsraum, sagen Sie. Das haben wir schon vorbeigeredet. Ich hatte mir gerade so, während die Sequenz lief, so die Frage gestellt, so, hätten wir jetzt in dieser kurzen Zeit nicht vielleicht mal runtergehen können in den Keller und mit und nur noch mal mit dem Teufel reden können, weil jetzt langsam drängend zu werden und so. Naja, Stufenaufstieg. Dieser Stufenaufstieg ist tatsächlich wichtiger als wahrscheinlich denken würde. Was mal. Ich habe gerade nichts, was ich gerne benutzen würde, aber nicht benutzen kann. Naja. Wir kriegen nämlich noch ein Talent und ein relativ mächtiges Talent sollten wir, glaube ich, können, nämlich andauernder Zauber. Andauernder Zauber dauert 24 Stunden, sollte in einer normalen Dauer andauernder Zauber nur bestimmte Zauber angewendet werden. Ein andauernder Zauber wird um 6 Stufen erhöht. Jetzt kann man natürlich nachrechnen, so, welche Zauber würden sich hier denn als andauernde Zauber lohnen, weil eigentlich kommen ja nur so Grad 1, 2 und 3 in Frage.
Die meisten gerade zwei Zauber halten aber eh schon relativ lange, von daher die auf 24 Stunden zu verlängern ist eh relativ irrelevant, weil die eh schon eine Stunde pro Stufe haben, also schon was 40 Stunden sind. Bleiben wir bei Grad 1 und Grad 3 Zaubern. Grad 1 Zaubern, irgendwas mit kurzer Dauer, ist zum Beispiel Schild, glaube ich, hat relativ kurze Dauer. Was wäre denn Grad 7 Zauber, was es mir, glaube ich, wert wäre. Aber Grad 3 Zauber haben wir auch noch. So. Ich glaube nicht, dass ich gerade einen neuen Zauber selber habe, ne. Ich bin gerade erst in Grad 8 gekommen. Ja. Wenn wir es bis Level 20 schaffen würden, könnten wir dauerhafte Hast haben. Also könnten wir halt permanente Zauber auf Hast anwenden. Und könnten dann halt immer mit Hast rumlaufen, was ziemlich Deluxe ist. Wir müssten es allerdings dazu, glaube ich, auf Level 20 genau schaffen. Was ich nicht sicher bin, ob wir das im Rahmen dieser Kampagne noch schaffen werden. Nur so, ne? Für den Hinterkopf. Theoretisch kann man mit diesem Bild auf Level 20, kann man da permanente Hast haben. Ich denke, wir schaffen das aber nicht mehr. Gerade 8 Zauber ist erstmal verdorren. Mein Verdorren ist ein hübscher Zauber. Ich habe relativ viele Zauberstufen und ne, Zauberschwierigkeitsgrad. Von daher würde ich das, glaube ich, tatsächlich mal als Offensivzauber nehmen. Einfach was anderes machen als nur im Nahkampf rumäumeln. Was nur klappt, wenn der Charakter gebufft ist. Ja, wie wir gerade beim Kampf gesehen haben, so ohne Buffs, vor allem halt so ohne Heldenmut heißt es, glaube ich, im Deutschen. Läuft da halt nix. Einfach weil der Angriff ist halt so schlecht, weil die ganzen Basisklassen, die wir haben, haben alle eine geringe Grundangriffsbonusprogression, sodass wir, glaube ich, jetzt irgendwie einen Bonus von plus 9, vielleicht plus 10 haben, was halt A, wenig Angriffe ist und B, Probleme hat, großer Heldenmut, genau. Und deswegen brauchen wir halt so Sachen, die wie plus 4 auf Angriffs und Würfe ist halt sehr wichtig, damit wir so ungefähr auf einen ähnlichen Level kommen wie vernünftige Nahkämpfer. So. Okay, verdorren wollte ich machen. Kampfstab. Nicht. Ich glaube, ich mache tatsächlich Big B's Gewalt auf Faust. Was anderes Spannendes. Richtiges Brüllen. Baden gerade 6 Zauber. Es macht taub und betäubt. Betäuben ist tatsächlich, wäre tatsächlich nicht schlecht, weil wir dann hinterhältige Angriffe machen können. Die meisten Gegner, auf die wir jetzt aber in Zukunft treffen werden für den Rest der Kampagne, sind immun gegen hinterhältige Angriffe. Von daher können wir diesen Vorteil eh nicht besonders gut nutzen. Und da würde ich, glaube ich, tatsächlich Big B's geballte Faust machen, haben wir was gegen einzelne starke Gegner. Wird's auch betäubt in der Runde. So. Alle mir nach. Noch irgendwelche neuen tollen Zauber? Hast du mir ja gerade neun Zauber? Ja, da kann ich mit leben. Dann kannst du auch Massentodesschutz lernen und noch einen zweiten Sturm. Ein Sonnenfeuer würde ich, glaube ich, ganz gut machen. Ist Sonnenfeuer rumfreundlich? Alle Feinde werden geblendet. Na gut, müssen wir aufpassen. Weiter rein. So, gut. Tja, wir haben jede Menge Grad 8 Zauber. Andauernde Zauber, wie gesagt, ist nicht sinnvoll. Ja, ich meine, Unsichtbarkeit, andauernde Zauber bringt halt nichts, weil sobald man angreift, wird er eh aufgehoben. Ja, von daher bringt mir das, dass es länger als 60 Sekunden hält, bringt mir auch nichts. Grad 7 Zauber, wie gesagt, der Schild möglicherweise interessant, weil das von 60 Sekunden pro Stufe dann auf mehr angehoben wird. Aber ich glaube, die plus 4 Rüstungsbonus decken schon gar nicht mehr mit Sachen, die ich habe. Wir können das mal eben kurz ausprobieren. Sorry für ein bisschen hier experimentieren. Doch, das deckt tatsächlich mit allem, was wir haben. Dann werde ich das tatsächlich auf den Grad 7 Zauber bringen. Kann ich glaube ich auf einer Heldenmut verzichten. Oder einen andauernden Schild hin.
Magerüstung wieder lohnt sich das nicht, weil, ne? Eine Stunde pro Stufe ist halt nicht so. Ist halt schon an sich aus relativ viel. Ja, Elemententrotzen hat eh schon Wirkungsdauer von 24 Stunden. Da jetzt ein Grad 7 zu verholzen für... Ändert die Wirkungsdauer auf 27 Stunden? Das wäre vielleicht auch noch interessant. Weil dann haben wir zwar... Weil rascher Rückzug ist zwar keine Hast. Aber wir können wenigstens schneller laufen. Das heißt, wenn wir irgendwie so in Gebieten wären, wo wir schnell rumlaufen müssen, wäre das nicht schlecht. Zurzeit ist das aber kein Problem, da das große Gebiet, wo wir viel rumlaufen mussten, hatten wir vor kurzem erst. So, genau, was Interessantes verdorren. Ansonsten, Immunität Zauber aus den 24 Stunden ausdehnen muss nicht. Morden keins ausdehnen ist schon interessanter. Bleibt das Schwert ein bisschen länger da. Aber ich finde das Schwert ist nicht so besonders mächtig und naja. Bis dann ausdehnen und... Wollen wir einfach Damage. Machen einfach Damage. Und. Ausdehnen. Wir machen einfach Damage. So. So. Sind bereit, warte auf euren Befehl. Gut, fangen wir an. Fangen wir an, es gibt viel zu tun. Und das ist der neueste Bericht zum Wellen- und zur Truppenstärke. Kana, was berichten die Kundschafter? Kundschafter sind zurück, Hauptmann. Der Feind wurde vor der Feste gesichtet und die Brücken am südlichen Flussrunde ist eingenommen. Wir wissen alle, dass derjenige, die Brücken hält, auch die Feste hält, oder zumindest einen Zugang. So den Pass zu überqueren können wir ihnen Gegenwehr leisten. Ein Verlust der Brücken wären sie im Vorteil. Wir müssen also verhindern, dass sie weiter vorstoßen. Bischof hat recht, wir müssen handeln. Bleiben dieser Feste sollte unsere erste Sorge sein. Wir brauchen Zeit, um Blockaden im Innenhof zu errichten und Welle vorzubereiten. Der Feind darf den Fluss nicht überqueren. Wenn wir schnell handeln, könnten wir die Fuß zurückerobern und die Brücken zerstören. So schränken wir die Bewegungsfreiheit unserer Feinde ein. Seit wann haben wir untere Probleme, Wasser zu überqueren? Sehen nicht Schatten oder Geister, aber Vampire können den Fluss nicht ohne Hilfe überqueren und die langsamen Skelette oder Ghule würden von der Strömung erfasst. Sand die Dorf verteidigen gegen untote Kreaturen. Selbst Zeta ist es unser Verbündeter. Trifft sich gut, dass der Fürst der Stadt seinen Kampftrupp zusammenhalten muss. Eine der wenigen Dinge, auf die wir zählen können. Können wir noch zählen? Die Schlacht in der Nacht stattfinden wird. Sie sind Wesen der Dunkelheit und müssen in der Dunkelheit bleiben. Wisse, dass dies auf viele höhere Untote zutrifft, auf die Bluttrinker und Schatten, aber einigen kann das Sonnenlicht nichts anhaben. Bluttrinker? Vampire, nicht ihr. Wir und Untoten befehlen die Befehlsregel, Rami. Die ihren Untoten werden nicht ohne die Führung angreifen. Wäre ratsam, diese Schwäche so oft es geht, auch so los, ein Hauptmann. Okay, wie viel Zeit würden wir denn dadurch gewinnen? Ein paar Tage, im besten Fall, Hauptmann. Okay, aber der Fürst der Stadt würde dann trotzdem weiterhin auf die Feste zu marschieren. Wie würde uns das denn helfen? Hauptmann, jede Minute, die wir gewinnen, können wir nutzen, um eine effektive Verteidigung zu errichten. Und das Bündnis immer noch unterwegs und kann der Tag entscheidend sein. Okay, genug der Worte, sollten soweit für mich aufbrechen. Glücklicherweise können wir nicht viele Truppen entbehren, Hauptmann. Vor eurer Ankunft habe ich Graumittel an den Fluss geschickt. Noch ein Kompanie zu entsenden wäre zu gefährlich für die Feste. Ihr solltet nur eine Einheit mitnehmen. Eine Einheit? Und wie sollen wir die Brücke zerstören? Ich kann die Brücke schlecht mit bloßen Händen in Stücke schlagen. Ich weiß nicht schnell genug. Wie wär's mit einer magischen Lösung? Nehmt mich mit und die Brücken brennen, bevor ihr nur einen Fluch sprechen könnt. Außerdem bieten die Feinde im Licht der Flammen ein hervorragendes Ziel. Die Brücken sind aus Stein gebaut, nicht aus Holz. Auf alle Fälle, das Feuer nutzt uns hier wenig. Noch andere Dinge verbinden, Sand. Vielleicht solltet ihr mitkommen, um euch selbst zu überzeugen. Oh, tja, große Steinsbrutrümmern lässt sich mit einem Hammer, einem Riesen oder Sprengstoff bewerkstelligen. Oh, mit Explosionskugeln zum Beispiel. Wenn ihr mich in das Forstlager lasst, könnte ich einige herstellen, um die feste Luft zu sprengen, glaube ich. Okay, wie lange werdet ihr dafür brauchen? Gebt mir 40 Hände, das sind 20 Männer oder 40 Einhändige und ich kann einfach Stunde, eine Stunde genug herstellen. Okay, tun wir es. So gut, wir brechen eine Stunde auf. Es gibt nur die Frage, eure Soldaten zu klären. Auf unseren Truppen sind noch nicht eingetroffen, aber wir haben sie über unsere Lage unterrichtet. Mit etwas Glück stoßen sie am Fluss zu euch. Ja, dann bilden wir eine Gruppe und brechen auf. Welche Einheit wollt ihr befehligen? Ich glaube, wir nehmen Kämpfer mit. Brauchen wir einen Kämpfer? Jawohl, normalerweise würden wir auch einen Gefährten einzuweisen, also in diesem Fall ist eine kleine Truppe nötig.
Den wollte er so mitnehmen. So, wenn wir jede Menge Kämpfer zur Ablenkung haben, wäre, glaube ich, Quora dabei zu haben, nicht schlecht. Fantastisch! Jetzt sehen wir wirklich endlich die Explosion. Ja, mit Zaubern, um euch zu werfen, ist genau, was ich von erwartet hatte, deutlich zurück. Ja, der Kopf, die würde das sagen. Wer noch? Was mit Eleni? Der Fluss auch als Wall gegen sie dienen, vielleicht kann das Land helfen, diesen Wall zu stärken. Dann glaube ich es, Hauptmann, wir machen mal Männer bereit, in einer Stunde stehen sie euch zur Seite. Wenn ihr die Vororte erreicht, solltet ihr ein bekanntes Gesicht vorfinden, das eures Vaters. Egen? Dann durch die Truppenbewegung des Feindes und von uns wäre wert gewesen. Euer Vater ist eine ausgezeichnete Kundschaft, einer der besten, die ich kenne. Dann kennt ihr mich nicht. Egen richtet uns seit einiger Zeit über die feindliche Truppenbewegung. Er wird euch gewiss wertvolle Informationen für euch haben. Zwischenzeit solltet ihr euch und eure Gefährten rüsten. Eure Männer haben sich eine Feste versammelt, falls ihr sie braucht. Gut, ich bin bereits bereit, wir können losgehen. Wir werden unser Bestes tun, um die Feste für Rückkehr vorzubereiten, möge die Schlacht zu unserem Vorteil verlaufen. Gut, ich kehre zurück, wenn die Brücken zerstört sind. Natürlich, Hauptmann, wir werden bereit sein. Wir haben jetzt eine ähnliche Gruppe wie sonst auch, allerdings ohne Kelga, dafür haben wir jede Menge Nahkampf-Dullis. Wir haben die Vororte erreicht. Dem Rauch nach zu urteilen, kann der Feind nicht weit sein. Nahkampf-Dullis mit sehr, sehr seltsamer Stimme. Dann lass uns unsere Pflicht gegenüber der Kreuzequest und niemand erfüllen, diese Brücken zu stören. Da bist du ja. Wir haben nur wenig Zeit. Deine Männer kämpfen just in diesem Moment um ihr Leben. Ja, sag mir, was ihr gesehen habt und kehrt zur Feste zurück. Wie ich sehe, hat diese Schlacht dich abgehärtet. Das ist gut. Ich habe mir das Schlachtfeld angesehen. Während deine Männer auf den Feldern kämpfen, erwartet dich die wahre Prüfung an den Brücken. Was ist in deiner ersten Brücke? Der Feind verteidigt die erste Brücke sehr effektiv. Skelettbogenschützen und Schattenpriester in den hinteren Reihen. Die Brücke selbst wird von untoten Kriegern gehalten. Und was mit der zweiten? An den hinteren Brücken müssen sie noch Truppen zusammenziehen. Doch was ich sah, kann eine Täuschung sein. Eines ist sicher. Sie haben einen Schattenschnitter. Seid also vorsichtig. Wir haben weder Sahive noch Amonjaro dabei. Das könnte interessant werden. Lass uns keine Zeit verlieren, es wird bald dunkel. Leb wohl. Ich kehre in die Feste zurück. Pass gut auf dich auf und beeile dich. Gut, beeilt euch, unser Kanal, wir sind bald zum Angriff. Pass auf dich auf und kehre rasch zurück. So, da unten läuft zwar schon der Kampf, aber die verletzen sich nicht, solange wir da nicht nah genug dran gehen. Deswegen werden wir jetzt mal hier die Zeit zum Buffen tatsächlich nutzen. Ja. Beziehungsweise Quora möchte auch noch auf die nächste Stufe aufgelevelt werden. So, brauchst du noch weitere Zauber? Und keins. Und vielleicht der Worte macht Betäubung was für dich. Ja, ich denke. So, dann was haben? So, einer von euch darf sogar den Genuss von Rindenhaut kommen. So, Steinhaut. Steinhaut haben wir tatsächlich genug für alle Dullis. Und wir haben noch Reserven. Ich könnte sogar Bärenstärke und Magierrüstung geben. Wenn das richtig krasse Graumittelkämpfer, weißt du? So.
Und unsere Rüstungsklasse ist 47. Schon okay. Und unser Angreifen ist nicht so geil, aber hier macht das Silberschwert Gifts schon wieder irgendwelche komischen Sachen. Jetzt dann, dass ich jetzt Feuerschaden drauf habe. Ich kann es jetzt auch nicht mehr abrüsten, weil dann geht das Feuerschaden wieder weg. Aber hier wieder, wie ich schon sagte, irgendwie. Da sollte keine 5 Differenz zwischen den beiden Waffen sein. Da gibt es überhaupt keinen Grund für. Das macht einfach irgendeinen Unsinn. So, ich denke, wir können rangehen. Unseren richtig krassen Soldaten. Pack mir in den Kopf. Kann wahrscheinlich trotzdem relativ schnell fallen, aber ich habe mir wenigstens Mühe gegeben, sie daran zu hindern. Oder? Wer ist denn mal mit? Okay. Ernsthaft, ich habe nur die Graumittelkämpfer beschädigt. Warum habe ich die Graumittelkämpfer beschädigt? Warum habe ich meine eigenen Graumittelkämpfer damit beschädigt? Sag mal. Alle feindlichen Kreaturen. Ach, dieses Spiel hat manchmal so irgendwie seine ganz seltsamen Bugs. Also nee. So, so. Sieht aus, als hätten wir neue Ziele. Border-Zauber funktionieren korrekt. Oh, mein nicht. Warum? Hauptmann, vielen Dank für eure Hilfe. Wir hatten gehofft, ihr würdet rechtzeitig kommen. So übereilt müssten wir aufbrechen. Eure Bögen sind für euch sicher wertvoller. Sind wir unterstellt. Rück Quora, bitte. Was? Die kann ich nicht wirklich brauchen. Hört mal. Halt mich einfach zurück und lasst mir die Arbeit. Ich meine nur, dass sie sich weiter zurückhalten sollen. Dass sie nicht neben Eleni im Nahkampf stehen sollen, Quora. Das habe ich damit beabsichtigt, weißt du? Da bringen die mir nicht so viel. Da hinten wird auch gekämpft. Ich werde es mal mit meinen Flächen zaubern lassen, weil anscheinend wird das nix. So. Aber Quora, du darfst Spaß haben. Nichts wissender akademischer, zauberwirkender Narr. Na gut, das ist ein Misty Venio. Ist es Quora, macht einen guten Job. Ja, ich meine. Was nochmal machen? Ich glaube, ich werde langsam einfach nur Quora die ganze Zeit benutzen. So, das war mal ein Schattenschnitter, der relativ schnell gestorben ist. Na gut, dann weiter. Bogenschützen in Bewegung bleiben, bitte. Kommt hier, kommt unser nächstes Begrüßungskomitee. Oh, sieh mal, eine Begrüßungsfeier. So. Erstmal nochmal das. So, Eleni, du kannst auch mal ein bisschen rumblitzen hier. Du musst ja nicht Quora den ganzen Spaß im Monopol lassen.
Seid ihr da durch die Fallen gelaufen? Ihr seid Bogenschützen, meine Herren. Huch, was zum Geier? Was ist das denn? Fallen? Wie sieht das denn aus? Stimmt ihr da so dämlich vor, meine Herren? Absolut nicht notwendig. So, so. Sieht aus, als hätten wir neue Ziele. Ja. Feuer. So, rumblitzen. Noch nicht? Ich weiß, immun dagegen. Ja, es ist gut, ihr habt die Feinde genug gegrüßt. Du musst die Feinde nicht grüßen. So. Gut, Eleni, willst du vielleicht mal ein paar von den Herren heilen? Ich weiß nicht, wie lange die es noch machen ohne Heilung. Die Bogenschützen sehen relativ lediert aus. Wir könnten auch rasten, aber ich würde gerne auf das Rasten verzichten, weil wir dann wieder rumbuffen müssen. Und möglicherweise müssen wir auch irgendwann mal rasten. Oh, eins habe ich ganz vergessen. So hübsch. So, nochmal alle zusammenkommen. Bitte näher zusammenkommen. Näher zusammenkommen, sagt der Hauptmann. Hier, alle mal bitte schön einen großen Kreis bilden. Dankeschön. So. Bevor wir über die Brücke gehen, werden wir uns nämlich nochmal hier den Ort hier genauer anschauen. Da sind nämlich jede Menge Vampire in den Särgen. Und jetzt müssen die raus in Sonnenlicht. Und Sonnenlicht ist nicht so gut für Vampire, habe ich irgendwo mal gelesen. So. Vortragssaal des Feindes aus, die Untoten haben offenbar die Särge bewacht, die eben in den Fluss gebracht wurden. Ach, vernichtet sind, gehört alles euch. Vermutlich rasern die Särge und die Vampire dann zu zerstören. Ja, das. Da waren, so weit war ich auch schon. Haben wir irgendwelche Särge übersehen, Cora? Oder magst du einmal. Ja. Cora? Vorher hätten wir alle erwischt, gut. Wir müssen irgendwie öffnen statt auf. Anschießen. Ich glaube, anschießen reicht. Ich weiß nicht, warum die nicht verschwinden. Das irritiert mich so ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben alle Särge. Was nicht so aussieht. So, hier hinten geht es nicht mehr weiter. So, ich hatte eben gesagt, dass ich nicht nochmal rasten wollte. Aber ich denke, ich werde das trotzdem jetzt machen. Ich werde aber da einfach mal die Folge hier beenden an dieser Stelle. In der nächsten Folge gehen wir hier über die Brücke. Und es, anscheinend gab es ja mehrere Brücken. Wir sind jetzt vor der ersten. Es war zumindest von zwei Brücken die Rede. Von daher müssen wir noch eine Weile hier rumkämpfen. Und was uns dann da erwartet, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.